Hallo Leute, dies ist das erste Video bei einer Reihe zum Themenbereich Sozialkunde, Politik, Gemeinschaftskunde, Gesellschaftslehre, wie man das dann heißt. Ich nenne es mal Sozialkunde, Politik in der Playlist, die ich dann jetzt machen werde und die all diese Videos gepostet werden oder subsumiert werden, solange die Themen noch nicht so viel sind, dass man spezialisieren muss. Also Sozialkunde, Politik. In diesem Video geht es um eine ganz grundlegende Unterscheidung, der man immer wieder begegnen wird in den kommenden Videos, nämlich die Unterscheidung zwischen Realpolitik und Idealpolitik. Das ist ein Gegensatz, Realpolitik versus Idealpolitik, den man so nicht kennt. Ich habe mir jetzt mal so erfunden, Realpolitik, den Begriff gibt es, aber Idealpolitik, ist das meine Erfindung oder gibt es vielleicht irgendwo, aber ist kein Standardbegriff. Normalerweise ist der Gegensatz dann Verantwortungsethik oder ähnliches. Aber ich nehme bewusst diese Unterscheidung und will das erläutern, warum. Realpolitik ist ein Begriff vorwiegend des 19. Jahrhunderts, gab es ihn ja auch schon früher de facto, Machiavelli oder so, aber 1900 kam dieser Begriff auf. Ja, und ein sehr schillernder Begriff. Er bezeichnet Politik auf Grundlage realer Gegebenheiten. Also mit dem realen Machbaren arbeiten und geht aber hin bis zur skrupellosen Machtpolitik. Also ein sehr unscharfer Begriff, der vieles abdeckt. Realpolitik ist dann was für Macher und Verantwortungsethik, Idealpolitik ist dann irgendwas für die Spinner und Visionäre. Meine Unterscheidung, die ich hier treffen will, zwischen Realpolitik und Idealpolitik, ist durchaus eine Unterscheidung zwischen realen Verhältnissen und idealen Verhältnissen. Also wenn ich hier zum Beispiel Videos mache über die Rechte des deutschen Bundeskanzlers, so werde ich erläutern, was er für Kompetenzen hat, was Merkel machen kann und so weiter. Formal, wie man es dann so lernt im Sozialkundeunterricht, was die Rechte des Bundeskanzlers sind, wie der Bundesrat funktioniert, wie die UNO funktioniert, was Parteien machen und so weiter. Also die ganzen uferlosen Themen der Sozialkunde, der Kunde über unser soziales Miteinander sozusagen. Das sind sozusagen, ich nenne es mal so, das wäre Idealpolitik. So wie es sozusagen geschrieben steht, wie das Ideal ist. Und diese Idealpolitik wird gerne immer erläutert und erklärt, ist das ja wichtig, man muss ja wissen, was Sache ist, vom Formalen her, wie das alles geregelt ist, aber sehr wichtig ist zu wissen, was ist die Realpolitik. Und diese Realpolitik, wie Realpolitik gemacht wird, was real für Möglichkeiten bestehen, was real passiert, wie dieses Formale tatsächlich angewandt wird, was also zum Beispiel die deutsche Bundeskanzlerin wirklich bewegen kann, was sie wirklich machen kann, das ist wieder etwas ganz anderes. Und ihr seht, diese Unterscheidung, oder hoffentlich versteht ihr diese Unterscheidung ist sehr, sehr wichtig bei allen Videos. Die Unterscheidung zwischen dem, was formal geschrieben steht, wie es idealiter geordnet ist, wo das alles herkommt, wie das im Idealfall funktioniert, um es mal so auszudrücken, und das andere, wie es real funktioniert. Also, das Ideal unseres Parteiensystems und das Reale unseres Parteiensystems. Das Ideale, was ein Bundeskanzler machen könnte und das Reale, was er bei uns machen kann und so weiter. Das Ideale der UNO und die Realität der UNO etc. Und das werde ich immer wieder in den kommenden Videos, wenn es passt natürlich, ansprechen und die Unterscheidung treffen. Und es ist ein ganz großer Unterschied, wie das alles formal geordnet ist und was dann real möglich ist. Gerade in unserem politischen System in Deutschland, aber auch genauso gut woanders. Da gibt es viele ungeschriebene Regeln, viele Dinge, die man so macht, viele Dinge, die so möglich sind und nicht anders, obwohl theoretisch es anders geschrieben steht. Also, jetzt in diesem Video ein kurzer Hinweis auf meine spezielle Unterscheidung zwischen Realpolitik und Idealpolitik, zwischen idealen Verhältnissen und realen Verhältnissen. Und das wollte ich jetzt vorausschicken, sozusagen an den Anfangsstellen dieser Videoreihe, denn es ist eine grundlegende Unterscheidung, die man unbedingt beachten muss, denn sonst versteht man nicht, was passiert. Man ist enttäuscht
Oder man ist einfach ratlos und denkt sich, ja, ich habe so Dinge gelernt im Unterricht oder irgendwo sonst gehört, aber eigentlich, da stimmt doch was nicht, das geht doch gar nicht so. Eigentlich ist die Welt doch ganz anders. Um das zu vermeiden, sollte man zumindest immer bei solchen Videos einen Hinweis geben, was denn eigentlich die realen Verhältnisse sind. Man muss aber nicht beides kennen, denn sonst hat man ja keine Basis. Das war das erste Video zum Thema Sozialkunde. Etwas abstrakt, noch ein bisschen philosophisch sozusagen im Übergleiten. Und dann werde ich dann in den nächsten Videos in die Sache reingehen. Ja, ich hoffe, ihr bleibt dabei. Wie gesagt, ich freue mich auf euer Feedback, auf eure Fragen, auf eure Bemerkungen. Es ist ein Experiment, diese Reihe und diese Videos. Mal sehen, wie es ankommt und wie euch das gefällt, beziehungsweise noch viel wichtiger, wie es euch nützt, denn mein Kanal soll euch ja was bringen für den Unterricht, die Schule, das Leben, was immer, dass ihr es auch brauchen könnt, denn sonst braucht es den Kanal nicht. Bleibt dran, bis zum nächsten Mal.